Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Steffen Zockt zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars Battlefront 1. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem kleinen Ersatz-Let's Play für Roblox Survive the Killer und wir machen auch gleich mal weiter mit der zweiten Mission auf Zieht und ja, starten auch gleich einmal und sehen schon wieder eine Filmszene, wo sie das Gelände eindringen, das eingenommene Gelände des Königspalastes. Und ja, das haben wir einfach mal, wie wir uns dort schlagen werden in der zweiten Mission. Vielleicht bekommen wir da ein paar Kills mehr hin als in der ersten Folge. Das war schon etwas peinlich, kann man sagen, aber egal. Und ja, legen wir einfach mal los, ne? Und nehmen wir Kontrollpunkte ein, würde ich meinen. Und hoffe, dass wir hier viel Kills hinbekommen. Wir greifen einfach mal frontal an hier. Obwohl frontal wäre keine gute Idee. Hier muss man ein bisschen taktischer vorgehen. Hier kann man nicht einfach so drauf hämmern. Da muss man ein bisschen taktischer vorgehen. Weil die sind nicht so dumm hier. Auch wenn sie so aussehen, als sie dumm wären. Bisschen taktisch arbeiten die hier schon. Die KI. Den hol ich mir mal da hinten. Okay, versuchen wir mal zu dem Punkt da hinten. So kommt besser gesagt da, der Punkt in der Mitte. Der wird bestimmt nicht so leicht erreichbar werden. Aber wir probieren es einfach mal. Oh Mist. Haben wir den da wegbekommen? Scheiße! Mann, ich war doch in Deckung. Wie konnte er da mich treffen? Hä? Wie sollte das jetzt gehen? Also manchmal versteht man das nicht so richtig, wie die einen treffen können, wenn man in der Deckung steht. Aber nun gut. Sterbt ihr Ratten! Geht doch! Oh! Hä? Wie hat er mich getroffen? Ich stand in der Deckung! Also das war jetzt sehr unrealistisch, ja? Ach, typisch alte Spiele, ey. Das typische alte Prinzip, durch die Wand schießen und treffen. Na klar! Passt ja voll, ey. Okay, der fährt einfach weiter, obwohl ich drinnen stehe. Perfekt für mich natürlich. Kriegst du mal? Jetzt. Alter. Ich mache da mal ein paar Granaten blind rein. Mist. Da steht wieder der in Geschütz drin ist. An den komme ich nicht ran. Ich komme einfach nicht an den mit Geschütz ran. Der startet mich weg, bevor ich in die Nähe komme. Danke, Druidika, dass du die ablenkst. Oh oh, wir sind in Unterzahl. Scheiße. Das ist wiederum nicht gut. Oh oh. Wir müssen aufpassen. Wir sind hier wirklich stark. Eine Unterzahl. Shit. Sie überrennen uns schon wieder. Die zweite Runde geht, glaube ich, an die Rebellion.
Sie sind wirklich der in der Überzahl. Oh oh. Mist. Erledigt. Oh je, oh je, oh je. Das geht schief. Wow. Probieren wir es mal so hier. Wo ist der Rassertierstand? Haben Sie den erledigt? Na gut, wir sind erledigt, haben nicht sehr gut. Der verlässt seinen Posten. Scheiße. Ich dachte, ich krieg noch weg. Ich probier's mit Ruidika mal. Wie roll ich mit denen? Ah, Y, okay, alles klar. Ich probiere mal mit Ruidika jetzt hier. Warum hat er sein Schild nicht angeschaltet? Ich hasse sowas. Ich hasse sowas einfach, wenn irgendwas nicht klappt. Nicht spielen. Ups. Das hasse ich auch so ein bisschen nicht spielen, wenn es einfach nicht richtig klappt. Ha. Machen wir es halt mit einem Raketenwerfer. Das war ein Scharfschütze, hä? Ja, das war ein Scharfschütze. Definitiv Scharfschütze. Da habe ich natürlich schön erledigt. Und das war klar, dass wir verlieren. Das war klar. Die Runde geht eindeutig an die Rebellion. Die haben einfach besser gespielt als wir. Kann mir gar nicht vorstellen, dass es so eine schlechte Runde war. Der hat noch 78 Leute gehabt. Wie haben die das gemacht? Wir haben das geschafft, so viele Leute noch zu haben. Das ist ja voll krass, ey. Das muss man mal schaffen. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir das dann in der nächsten Folge nochmal mit der Rebellion in Zeit. Hoffe, dass die nächste Runde vielleicht etwas besser läuft als die jetzige. Weil die war ja gerade nicht wirklich gut, wie ihr gesehen habt. Haben ziemlich abgelost. Und ja, das ist zwar jetzt keine ganz so lange Folge. Die hat jetzt nur knapp 10 Minuten. Hoffe mal, dass das nicht so schlimm für euch ist. Aber wie gesagt, ich möchte ja pro Runde eine Mission machen. Also pro Folge eine Mission. Und das war ja jetzt eine Mission, die relativ schnell um war, leider. Aber ja, das ist halt zufällig basierend. Das ist nie die gleiche Länge, wie lange es braucht, bis sie beendet ist. Und ja, hoffe natürlich, dass euch die Folge auch wieder Spaß gemacht hat, zuzusehen. Und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Würde mich sehr freuen. Und ja, bleibt mir dann bis zur nächsten Folge am Samstag natürlich wieder toll gewogen und gesund. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Lasst euch nicht erbauen. Und möge natürlich die Macht mit euch sein. Euer Darth Steffen Zockt sagt nun auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Hey, hey, meine Freunde, Zuschauer und Fans. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Abo da, worüber ich mich sehr freuen würde.
Ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen, euer Feedback oder Kritik, wenn euch was nicht gefallen hat oder was euch besonders gut gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch auf meinen anderen Let's Plays vorbeischauen, die auf meinem Kanal laufen. Denn es laufen zu diesem Projekt noch drei weitere Let's Plays auf meinem Kanal. Und ihr könnt auch gerne freitags 20:45 Uhr bei meinem Livestream vorbeischauen. Würde mich ebenfalls sehr darüber freuen. Und ja, dazu könnt ihr auch gerne meinen Kanal weiter teilen oder auch für ihn Werbung machen, wenn ihr das gerne möchtet. Ich würde mich freuen über noch viel mehr Zuschauer und Abonnenten, die ich mit meinen Videos glücklich machen kann und die sich freuen, meine Videos anzuschauen. Und ja, das war es eigentlich schon im Grunde, was ich so noch sagen wollte zum Abschluss des Videos. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, zum nächsten Video, an einem der anderen Aufnahmetage, besser gesagt, Let's Play Tagen, wo sie erscheinen, also am Dienstag, Donnerstag oder Samstag. Bis dahin, eine schöne Zeit, euer Darth Steffen Zockt. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane, Zuschauer und Fans. Ciao, ciao, ciao mit Doppel-V, euer Darth Steffen Zockt.